Yes, Skid. Da hast du mich was reingeführt. Bewachen diese Mönche den Schatz, den du mir versprochen hast? Ich sagte ja, dass ich ein Geheimnis habe. Ich sagte nicht, dass es leicht ist. Jetzt machen wir diese Tür auf und ich zeig dir, was drin ist. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben, nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Kein Wort. Komm mit. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kit. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai. Ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Du plapperst sie nach, doch du begreifst die Worte. Spiel nicht den hochmütigen Cat. Ich folgte dir. Der Weg voraus ist blockiert. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Also wart ihr es, die die Templer gejagt haben, hä? Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann! Spring! Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kit.
Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz. Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Ah. Das ist alles? Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll? Sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Erkennst du es? Ei. Die einen sind Raubtiere, die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Ja, das ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Auf diese Steine, Kenway. Ich habe eine Idee. Sollen wir auf die Steine hier klettern? Vielleicht kann man sie bewegen. Geh mir mal zur Hand, Kenway. Vielleicht sind diese Steine Gegengewichte. Thank you.
Bei Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es, sicher? Ei. Seine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Wir sind fertig hier. Was zum Teufel war das da hinten? Jim! Schweig! Die Statue in diesem Tempel, war das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlasst das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell! Leise und effektiv, nicht? Ich war auch mal in der Navy, doch ich fand ein besseres Leben unter schwarzer Flagge. Wirst du auch, Freund. Danke, Captain. Hast du den Tempel gesehen? Ziemlich groß. Ei, frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. Oh, Zilesh. Totschpachesh, Gefelwuniko, Max, Abedgasli. Muss er wohl, oder nicht? Wo haben die Spanier es sonst her? Ich dachte, die graben danach.
Hab Dank, aber keine Vergebung. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. Die Soldaten kamen mit diesem Sklavenhändler, Laurenz Prinz persönlich. Hol sie die Pest, diese Sklaventreiber. Der Holländer, der mit uns kam. Was für ein Sauertopf das ist. Der Sklavenhändler Prinz. Ich hörte, er hat einen Kaperbrief von Governor Hamilton und dass wir ihn zuvorkommend behandeln sollen. Eine seltsame Verbindung. Tana Shimbalte Humbeel Erbetil Abinshibalba Adbate. Hey, ich weiß nur, dass er jemanden sucht und wir sollen ihm dabei helfen. Ist es Güte, die dich antreibt, oder Schuld?
Mist. Was für ein Schlamassel, hm? Vielleicht danke ich dir später, wenn du es schaffst zu überleben. Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Lawrence Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn. Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen. Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway, ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich halt. Ihr seid grob und arrogant. Stolziert herum in einer Uniform, die ihr nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havana frei. Jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Schade, Mann. Wünscht es, wenn nicht so. Lustigen Haufen Freunde hast du da. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande. Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Ei. Ich zeig's dir. Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Wie immer. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. So einfach ist das. Nun folge mir. Es gibt noch ein letztes Geheimnis. Wie lange bist du schon bei den Assassinen, hä? Ein paar Jahre.
Ich traf Atabai in Spanish Town und irgendwas in ihm weckte mein Vertrauen. Eine Art von Weisheit. Ist das alles seine Idee? Sein Clan? Gar nicht. Assassinen und Templer kämpfen schon seit Tausenden von Jahren. In der ganzen Welt. Die Eingeborenen dieser neuen Welt hatten selbst eine Philosophie wie unser Credo. Von Anbeginn an. Und als die Europäer kamen, haben unsere Gruppen sich vermischt. Kulturen, Religionen und Sprachen trennen die Völker. Doch es gibt etwas im Credo der Assassinen, das Grenzen überschreitet. Die Liebe für das Leben und die Freiheit. Klingt ein bisschen wie Nassau. Fast. Aber nicht ganz. Hier wären wir. Nimm diesen Stein, den du bei der Maya-Stele entdeckt hast, und stell ihn dorthin. Nummer 1. Nur ein paar Dutzend mehr und das war's. Und was springt für mich dabei raus? Respekt für den Anfang. Von den Männern und Frauen, die wegen dir in Gefahr sind. Und falls das nicht genügt, gibt es einen Schatz hinter der Tür. Er ist viele Jahrhunderte alt. Ich schätze, wenn du dir Mühe gibst und auch noch den letzten davon findest, wird es sich schon lohnen. Du segelst zurück nach Nassau? Wenn ich dort einen Auftrag habe, ei. Doch mein Zuhause ist nun hier.